Hallo Leute, weiter geht's mit Eternal Darkness. Ich möchte erstmal noch Start drücken, um zu sehen, was ich hier eigentlich tun kann. Ermöglicht das Einsetzen aller Items des Inventars im aktuellen Raum. Was? Was? Eine Waffe anzulegen. Ja? Ihr prüft alle Objekte im Inventar. Durch Drücken von dem kann zwischen den Seiten in Foam gewechselt werden. Was? Was ist das? Steuerkreuz langsame Bewegungen. Was? Was kann ich mit dem C-Stick? Zoomen. Aha, zoomen. Aha. Ja, aber was ist das? Obere Etage, Standort, zentrieren. Hä? Die Präsenz von Fleisch und Knochen. Einleitung. Ah, das kennen wir offenbar. Controller. Schnellspruch. Was? Schnellspruch? Schleichen, Attacke, Aktion ausführen. Schnellspruch 2 bis 5? Gerade bewegen, rennen, Buch aufschlagen, laden, halten alle Kugeln. Na, was sind das für Dinge hier? Wir gehen jetzt mal hier runter. Eine Leiter. Im Dunkeln lauern Gefahren, aber Pius behält seinen Mut. Soll Pius hinabsteigen? Ja, bitte, mach mal. Okay, da liegt schon jemand. Untersuchen, ja. Der hat keinen Kopf mehr. Toll. Wo bin ich hier? Da vorne liegt was. Oh nein. Oh na, oh nein. Ich kann nicht blocken, oder? Was? Der war gerade was uncool. Komm her, du Vieh. Nein, nein, nein. Wow, das war cool. Kann ich denn jetzt... Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Nein, schnell. Ah, scheiße, er hat mich erwischt. Mach schnell. Was? Die Lebensanzeige... Was die Lebensanzeige gibt? Den Level der Lebensenergie an. Jedes Mal, wenn der Charakter verletzt wird, nimmt der Level ab. Erreicht es null, stirbt der Charakter. Ja, und... Ja, schön. Und wie kann ich das aufdingsen, bitte? Na, Superkampf. Na, Superkampf. Aber ich glaube, ich bin gerade nicht schlecht dabei. Stirb. Nein, jetzt hat er den Falschen erwischt. Stirb. Was? Finalschlag? Aha. Nein! Finalschlag konnte ich da machen. Ha, dass sie vermutlich wirklich sterben. Der lebt bestimmt auch noch hier, oder? Nee, offenbar nicht. Okay, das Kampfsystem ist ein bisschen eigen hier. Also ich kann nur quasi bam und dann so schnell wie möglich wieder weggehen. Verstehe ich nicht ganz. Aber erstmal das hier nehmen. Details. Ein seltsamer Granitblock liegt auf dem Boden. Nehmen, ja sicher. Okay. Da muss ich es bestimmt hier einfügen, oder was? Nee, die Tür geht auch so auf. Oh nein! Okay, die Viecher sind zum Glück langsam. Nein! Nein, weg da! Ja, zum Glück sind die Viecher langsam. Ansonsten wäre das sehr schlecht. Nein, weg da! Oh Gott. Finalschlag, zack! Ja, der Kleine ist kaputt. Der Kleine ist kaputt. Komm her. Nein. So, und Finalschlag. Mach schon. Warum kann ich keinen Finalschlag? Oh Gott. Ich kann keinen Finalschlag machen, der Typ. Nein. Falsche Taste. Tor öffnen. Ja, jetzt bestimmt nicht. Bist du jetzt tot? Finalschlag. Bam. Gut. Untersuchen. Was liegt da? Ein seltsamer Granitblock. Ja, nimm ihn. Haben wir Nummer 2. Bin ich schon angeschlagen eigentlich? Nee, es geht eigentlich. Prüfen. Das ist ein scharfkantiger Block. Muster in fahlem Grün. Ja, das ist super. Was sage ich zum Schwert eigentlich?
auf Gegner einzuschlagen. Auch in der Lage, Rüstung zu durchstechen. Ja, ja, das ist schön für euch. Hier gibt es nichts mehr, oder? Damit kann ich auch nicht agieren. Nö, aber hier kann ich bestimmt weitergehen. Offenbar. Oh nein! Oh nein! Oh nein, zu viele! Zu viele! Nein, zu viele! Nein, zu viele! Nein! Die verletzen sich gegenseitig. Ja, die verletzen sich gegenseitig. Weg da! Oh, ihr seid sowas von dumm. Aber ich mag's. Was? Habe ich irgendwas Dummes gemacht? Das war auch dumm. Nein, er ist tot. Halt, Finalschlag. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Kann ich Finalschlag machen? Ja, kann ich. Und jetzt weg. Stirb. Stirb. Und. Zack. Gut. Wow, das ging besser, als ich eigentlich gedacht habe. Blauer Stein mitnehmen, ja. Huhu. Okay. Die Hintergrundmusik weiß echt, Panik aufzubauen. Ja, nicht gerade Panik, aber ich sag mal Vorsicht. Jetzt kann ich hier bestimmt noch weiter runter. Wo sind die Gegner? Oh, diese Kerzen. Kerzen, Fackeln sind da. Aha. Nein! Ja, komm her. Ich will nicht so weit nach vorne stoßen. Bist du der Letzte gewesen? Aber was heißt der Letzte? Der Einzige? Ich hoffe mal. Da Tor kann ich bestimmt nicht öffnen. Kann den Raum nicht verlassen. Ich könnte die Treppe hochklettern eigentlich. Das hier? Die geht auf, okay. Ich höre doch Gegner oder irgendwas höre ich. Aha. Blau habe ich, rot habe ich, grün habe ich auch. Violett habe ich jetzt auch. Habe ich vier? Moment, erstmal nachsehen. Nee, ich habe erst drei. Ich habe erst drei. Die sind langsam. Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Oh oh. Greift euch selber an, bitte. Ah, da ist Nummer 4 in der Mitte, habt ihr gesehen? Haha. Ich hab mir schon Sorgen gemacht hier. Ihr seid lahm, seid ihr. Aber es wäre mir lieber, wenn ihr euch gegenseitig... Oh, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Die Kamera ist ein bisschen... Oh, oh, nein, 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 nein. Die Kamera ist ein bisschen scheiße. Und? Warum schlagen sie sich nicht mehr gegenseitig? Ah, komm schon. Okay, der Kampf ist langweilig, ich weiß. Aber ich muss die töten. Ich muss sie... Nein! Weg da. Oh, das war knapp. Und? Töten! Töten, töten! Ja, gut getötet. Dann du hier. Ich sagte, du hier. Schnell den töten. Ich muss die alle töten. Vielleicht kommen sie ja sonst wieder. Das wäre nicht so geil. Okay. In Ordnung. Liegt noch irgendwo einer? Nee, ich glaube, ich habe sie alle getötet. So, nehmen wir den hier. Untersuchen. Schön. Nehmen. Und dann gleich weggehen, bitte. Gleich hier weggehen. Okay. Ansonsten sehe ich hier nichts mehr im Raum. Dann nehme ich mal an, kann ich diese Steine einfügen, oder? Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Untersuchen. Ist eine Blablablups, blablabla, Loch eingelassen, welche Kratzspuren aufweist. So, als ob etwas mit viel Kraftaufwand entfernt wurde. Jetzt muss ich das per Menü aufrufen, oder wie? Benutzen. Ja, offenbar. Das ist ein bisschen doof. Dass ich das quasi mit dem Menü aufrufen muss. Aber es geht ja. Es geht ja. Dann rot. Ja. Ja, wissen wir. Leuchtet. Und dann grün. Das hier. Ja, ist bisher jetzt nicht unbedingt ein schweres Rätsel, ja.
Aber es gefällt mir bisher. Das einsetzen. Und nun müsste irgendetwas passieren. Aha. Alles klar, alles klar. Noch keine versteckten Wege, gar nichts. Haben wir hier noch irgendwas verpasst? Nein. Der läuft irgendwie dumm. Ja, vielleicht weil er verletzt ist. Das kann sein. Ja, das wird bestimmt schon so sein. Schleichen kann er auf jeden Fall. Okay, gehen wir. Und gehen dann... dadurch, genau. Wo sind die Gegner? Das sind bestimmt die Gegner. Nein? Okay, auch gut. Dann gehen wir hier weiter. Oh oh, da vorne ist eine Statue, die aussieht wie ich. Sehen wir nicht gefallen. Wo sind die Gegner? Noch keine da? Okay. Hier kann ich nicht durch. Das wäre mir auch nicht gefallen. Und hier auch nicht. Was suche ich hier eigentlich? Weiß ich nicht. Was sagt mir denn das Ding? Pius, beweise, dass du würdig bist, indem du die Statue zerstörst. Durch kann Pius das Ziel aussuchen, welches er angreifen will. Wird er vorsichtig losgelassen und sofort wieder gedrückt gehalten, kann er zwischen verschiedenen Gegnern wählen. Wenn Pius sich auf einen Gegner konzentriert, kann er verschiedene Stellen des gegnerischen Körpers avisieren, indem er das bewegt und A drückt. Drücke das um den Kopf, das und das. Oh Gott. Aha, verstehe. Ah, interessant. Ah, sehr geil gemacht. Muss ich mir merken, dass ich so quasi überall angreifen kann beim Gegner. Das gefällt mir. Aber ich bin viel zu langsam, dass ich das wirklich effektiv nutzen könnte, verdammt. Was jetzt? Wow. Weg hier, weg hier. Auf den Kopf. Ah, ich verstehe. Auf den Kopf. Und den Arm ab. Habt ihr gesehen, das Skelett? Es hat quasi nach seinem Kopf gegriffen. So, stirb. Stirb! Er hat mich noch erwischt. Warum? So, bist du tot? Noch nicht. Aber es ist geil, dass ich auf den Kopf losgehen kann quasi. Die sind ja auch schwach bzw. langsam genug, dass ich damit wirklich arbeiten könnte. Das gefällt mir dann doch. Was ist das hier? Untersuchen. Der Raum wird durch einen Schalter in schwaches Licht getaucht. Eine merkwürdige Energie scheint von ihm auszugehen. Soll Pius den Schalter drücken? Nein, noch nicht, bitte. Dazu sagt er gar nichts. Ja doch, viel mehr bleibt mir dann offenbar gar nicht, um den Schalter zu betätigen. Kopf. Bauch. Arm ab. Arm ab. Es hat was, es hat was. Ja, drück den Schalter halt. Pius, ne? Oh oh. Soll ich jetzt da reingehen? Ja, mehr bleibt mir nicht, oder? Tun wir das mal. Was ich mich auch gerade frage, kann ich hier irgendwo speichern oder so? Weil bei Start kann ich ja irgendwie nichts tun. Moment, nochmal. Da nicht, da nicht. Ah, laden, speichern. Aha. Momentan ist das Sichern nicht sicher. Das Sichern ist nicht sicher. Aha, alles klar, toll. Warum, weil hier Gegner sind oder einfach weil ich hier unten bin? Okay, was sind das für Dinge? Untersuchen. Die Darstellung einer Art gefallenen Engel aus dunkelgrünem Smaragd geschnitzt, schwebt schwerelos auf dem Sockel. Soll das Artefakt an sich nehmen? Ja, mach mal. Obwohl, die Farben würden ja eigentlich stimmen. Seltsam. Was passiert da? Was war das... war das falsch? Was? Wo hätte ich das wissen sollen? Das war falsch, oder was?
Wie sehe ich denn aus, bitte? Warum bin ich... Warum ist jetzt... Was? Eons have passed since then, and I have learned much. I was once as naive as a child, but now my mind is sharp. With the power of Zelotath, I can now read the thoughts of others and make them raving mad with a mere suggestion. Face me, and you shall surely perish. Musste das so sein, oder hätte ich da irgendwie auch was anderes, Sinnvolleres nehmen können? Tome of Eternal Darkness erhalten. Moment, kann ich jetzt das hier übersetzen, weil ich habe ja jetzt ein Buch. Ah! Ah! Schrift zu entziffern. Wie ist eine Kapitelseite aus dem... Oh, soll Alex nehmen? Ja, nimm mal. Nicht, dass jetzt was passiert, oder? Nö, alles ist in Ordnung. Kapitelseite Unterwerfung des Totengottes. Prüfen. Seite bla bla blups. Soll Alex nun lesen? Nö, erstmal würde ich gerne speichern. Wo mache ich das? Da. Erstmal speichern. Da. Speichern und fortsetzen. Jawohl. Alex. 2000 nach Christus. Okay, in Ordnung. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Eternal Darkness. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal lesen wir diese Seite und sehen dann, wie es weitergeht. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.